Willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Song Online. Secret Santa. Der aktuelle Bonuscode bringt euch eine Opfergabe und einen Beutel. Deswegen den auf jeden Fall nicht missen. Ich muss mal kurz nachgucken, ob ich den schon alle geholt habe. Ach ja, bei, wie heißt es, ob ich mir die Zugänge. Ob ich mir die Zugänge per Draken hole, wollte ich nachgucken, inwieweit sich das lohnt. So. Einmal ist jetzt auf jeden Fall, wird die Tage, wahrscheinlich morgen direkt halt ein Video kommen, wo ich mir erstmal das durchspiele, also einen Run durchspiele, so den letzten Run oder so. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich morgen durchgespielt oder so. Aber wie gesagt, zwei Events-Video werden wohl noch dabei sein. Da werden wir definitiv halt noch was kommen. Das Video handelt jetzt darum, dass ich erstmal ein paar Sachen craften werde. Zumindest auf jeden Fall die Waffe. Wird auf jeden Fall erstmal gecraftet. Erstmal ein paar Glyphe entfernt. Und dann ein paar Edelsteine entfernt. Ich müsste genügend haben, um zwei Items abzugraden. Habe jetzt natürlich nicht vorher geguckt, wie viel Damage ich habe. Ist aber quasi auch egal. Wir werden ja nachher hoffentlich sehen, dass ordentlich mehr geworden ist. Ansonsten wäre es schon echt so ein bisschen. So. Rang-Item, klick, klick. Und die Dinger. So, und dann wird das um einen Rang höher, nämlich auf Rang 7. Bekomme ich 70 Damage mehr und 60. 60 bis 70 Damage mehr. Oh, guck mal, es kostet sogar noch relativ wenig. Oh Leute, ich glaube, dann kriege ich heute alle fertig. Kann ich heute einmal alle Items, die ich da gesammelt habe, upgraden. So. Dann klicke ich mal auf Kombinieren. Nice. So. Dann packe ich hier auch wieder die schönen Steine rein. Da bin ich mir heute auch noch nicht schlüssig, was ich mit den Steinen mache. Was ich crafte, wie ich crafte, weil. Nehme ich jetzt die Steine? Nehme ich jetzt hier bessere Verzauberungen, damit ich dann mehr Speedrun habe? Wobei. Bin ich dann nicht schon relativ zu weit oben? Oder. Halt so Fragen, die. So kommen. Wahrscheinlich bin ich halt noch nicht. Er hat genug oben beim Speed, wo ich, dass ich dann sage, ja, da könnte noch was dazukommen. Und soweit ich weiß, könnte auch noch was dazukommen. Also das ist halt ein bisschen wenig, muss ich sagen. So, das wäre auf jeden Fall das Item jetzt. Boah, könnte ich ja fast schon direkt hochglyphen, ohne überhaupt irgendwas hier. Schon gut. So. Ah ne, das war das Falsche. Das und das. Glyphen entfernen, wird nicht zerstört. Entfernen, so. Klick. Habe ich eigentlich die Glyphen von dem Helm hier weggenommen? Ne, da stecken weiterhin Glyphen ist drin. Joa. Ja.
Dann werde ich mal kurz gucken, wie viel Damage ich hab. Und das sieht auf jeden Fall ganz okay aus. Mal das wegnehmen. Ja, ganz okay. So. Der größere Punkt wird wahrscheinlich eher bei der Zier kommen. 29.000 so. Und dann nehme ich mal hier die Sachen weg. So. 73, 83 zu 82, 92, 1000. Auch da sind 150 mehr dazu. Ja, das ist. Das kann was. Und. Rang 7 kombinieren. Annehmen. So. Dann kann das direkt auch wieder vollgestopft werden mit Zeugs. Kurz gucken. Ah, hier. Da bin ich mir jetzt auch noch nicht sicher. Soll ich die noch drin lassen oder lieber für mehr Speed substituieren? Oder dann halt craften, weil wie man gerade gesehen hat, habe ich dann 9. Dann könnte man hier direkt 6. Das sind dann mächtige. Ja, dann wäre das quasi hier wie die. Wenn das 8% da reinkommen würden. Wobei dann eher sinnvoller wäre, wenn man dann einmal Key craften würde, weil man dann ja, das gleiche rauskommen. Wie gesagt, da muss ich mich nochmal schlau machen, was gut ist, was nicht. Habe ich noch nicht wirklich studiert. Noch nicht wirklich durchgeblickt. So, dann würde ich mal sagen, würde ich mal noch. Wobei ja doch, doch. Den Gürtel, den nehme ich nochmal mit. Den Gürtel nehme ich nochmal mit. Und kurz nochmal neues Zeugs holen. Hier habe ich so viel. Klick, klick, klick. 400. Brauche ich noch irgendein Item jetzt sofort, wenn ich schon dabei bin, auf das nächste Level? Eigentlich wären die Schuhe ja direkt prädestiniert dafür, wegen meinem Leben. Aber halt auch der Torso. Für mehr Rüssi. Und dann halt eher weniger der Gürtel, weil der bringt eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube, dann mache ich lieber Schuhe und Torso. Nee, ich mache Ring und Schuh. Hier bekomme ich ein bisschen Crit und hier schön Leben. Ja, ich glaube, das klingt besser.
Wobei ich merke gerade, ich kann das gar nicht machen. Ich habe, glaube ich, nicht genügend Drakenkerne dafür. Dann mache ich Gürtel und einen Ring. Glyphenentfernung, nicht einschmelzen. Ist mir ja schon mal passiert, dass ich ein richtig wichtiges Item einfach mal so eingeschmolzen habe. So, Werkbank, Klick, 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 Klick. Rang 7. Warum ist das plötzlich nicht mehr mit einem grünen Pfeil? Wird das weniger wert oder wie jetzt? Ich meine, eines ist ja Gold wert geblieben. Oder? Ja, ist Gold wert geblieben. Aber warum wird das jetzt weniger? Aber machen wir einfach. Rang 7. So. Und dann noch einmal kurz der Gürtel. Klick, klick. So. Teluanischer Kern braucht man dafür. Alles klar, dann brauche. Für die Ziel brauchte ich das nicht, ne? Dafür brauche ich dann nochmal Steigerungskerne. Steigerungskerne, makellose Kerne. Hier ist das einzige Item, wofür ich diese teluanischen Kerne brauche. Na gut, dass ich dafür genügend habe. So. Dann wird das jetzt auch mal eben schnell gecraftet. Und fertig. So, dann den Helm von der Bank holen. Glyphen entfernen klicken. Für die 18 Millionen, damit man das eine Item noch auf 60 hinkriegt. So. Alles okay. Klatsch, so. Dann wären wir jetzt bei schon mal ein paar Items, die noch oben gegangen sind. Haben hier auf jeden Fall schon mal 1000 Crit mehr. Mal kurz die 7,5% weg. Gut. So, jetzt muss ich mal kurz mal das Ding weg. Und wir wären. Also brauche ich noch ein bisschen mehr Crit. Und dann kann ich wieder auf Hexenzeug spielen. Man macht ja alles fürs Damage, ne?
Wobei es halt eigentlich nicht das Ziel war. Wobei mittlerweile muss ich ja echt sagen, so, mittlerweile ist das, dass ich die Finsterzeugs mal gecraftet habe, wie heißt es hier, echt ein Schuss in den Ofen geworden. Aber vorher war es halt okay, weil ich mit den beiden direkt auf 80% bin, wie jetzt gerade eben halt auch. Allerdings komme ich jetzt halt sogar ohne mehr. Wobei, nee. Der große Punkt ist ja zurzeit der. Das muss ich ja nachgucken. Ich habe ja hier zurzeit umgerüstet. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das. Da brauchst du halt auf jeden Fall noch etwas. Das braucht noch lange. 5000 Crit kriegt man mal eben nicht so schnell hin. 30% Damage ist tatsächlich besser dann als hier 15. Besonders wenn man dann mit neuen Werten dann ankommen kann. So, Glück. Drei Mentalblitze mehr. Warum ich die bis jetzt noch nicht gecraftet habe, denke ich mir so, ja, warum? Also wirklich, einen Crafting-Grund gibt es für Rubine und Onyxe nicht. Und ich hoffe mal, dass sie sich bis 999 stapeln lassen. Das heißt, quasi eine Unendlichkeit lang. Das wäre gut. Boah, jetzt habe ich mittlerweile schon 10 davon. Ich war schon in einem so einen Dungeon drin und habe da 4 Kleeblätter rausbekommen und muss sagen, das ist ja relativ wenig. Wir waren dann so pro Tag nur so 2 Stück bekommen, vielleicht mal 3. Weißt du, dann denke ich mir so, ja, also warum dann überhaupt lange zocken? Weil was Gold braucht man dann nur fürs Crafting, wenn man damit fertig ist, ja, dann ist Ende. Aber so wie es aussieht, wird man wahrscheinlich lange nicht am Ende sein, denn die Platinwerte sind bis jetzt nun noch sehr, sehr rar gesät. Beziehungsweise ein anderes Problem, was ich sehe, ist, dass eigentlich nur noch lila Items droppen. So, der Drop besteht nur noch aus, ja, lila Item, lila Item, lila Item, lila Item. Einmal blau, zweimal blau, lila Item, lila, 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 lila. Weißt du, und dann ist halt der Punkt dabei, dass halt auf dem blauen so gut wie nie eine Platinverzauberung ist, aber öfters mal auf so ein lila Item mal eine. Und das macht halt das Crafting enorm viel teurer, beziehungsweise auch schwieriger, wenn man, ja, wenn es keine Platinwerte auf blauen Items gibt. Dann ist man nachher halt mehr oder weniger zu gezwungen, die lila Items zu nehmen. Und da mal drei lila, da dann drei Platinwerte von lila auf ein Lege zu bekommen, muss man dann ja hoffen, dass man 4 lila Items mit jeweils einem Platinwert im besten Fall nimmt, craftet und dann hofft, man bekommt ein Legi mit 2 oder 3 Werten raus. Ansonsten akzeptiert man dann das Legi und haut dann die Legis da rein und hofft, dass man dann irgendwie mehr rausbekommt. Und dann immer so weiter und das wird alles einfach scheiße teuer. Aber ich meine, wir fahren auch relativ schnell Gold. Also man wird sehen, man wird sehen. So, im Event gibt es auf jeden Fall noch mehr verändertes Kresent zu holen. Das heißt, dann kann ich direkt einmal upgraden, einer meiner Pets. Boah, bin zuerst überlegen, ob ich den Beißer nehme oder den Hund. Ich glaube, auf lange Sicht wäre der Hund sinnvoller, da ich dann mehr Gold mache in der Zeit. Wahrscheinlich jetzt, wo ich mir das so einlabere, klingt das sinnvoller fürs Erste. Anstatt jetzt, keine Ahnung, wie viel mehr Damage, 6% mehr Damage zu holen. Ja, ich glaube, das werde ich nehmen. So, ich würde mal sagen, das war's dann für dieses Video. Kurz mal noch eine Kleinigkeit nachgucken, was tatsächlich besser ist. 46.000 Damage hier, nicht nur nochmal weg. Bin ich bei 50.300 und dann nehme ich mal das Hühnchen da rein. 46.500. Ohoho. Also, einmal upgradet wäre das besser. Aber wenn man das einmal upgradet, dann ist es direkt fast doppelt so viel. Also, ah, der Beißer bleibt trotzdem das beste Item.
So ein bisschen auslachen darf man ja die, die sich dieses eine andere Pad geholt haben. Ja, das Ding. Weißt du, das ist. Das wird schön downgegradet, muss man sagen. Ja, haha. Den bekommt man auf 11% nach oben. Joa. Die kann man mittlerweile übrigens finden. Das heißt, demnächst kommen 3% dazu. Und noch eine Sache, die ich wahrscheinlich demnächst hinkriegen werde. Aber in nächster Zeit sogar. Wann das, ey? Habe ich das schon hinbekommen? Nee. Hier. Das Teil. Eins, zwei, drei. Ja, da hoffe ich einfach mal, dass mir das irgendwann mal droppt. Aus so einer Kiste. Apropos. Apropos. Genau, ich brauche wie viel? 23.000, die ich ausgeben muss. Ist jetzt natürlich deutlich schwieriger geworden, was auszugeben, wenn die Gaukel nicht mehr da sind. Ich wollte eigentlich jetzt gerade gaukeln gehen. Ah, oh, gib mir mal gaukeln. So, das und das. So. Jetzt brauche ich halt noch Glück aus so einer Kiste. Jetzt brauche ich noch wie viel Gold? Andermant. So ungefähr 3000, 3400 oder so muss ich noch ausgeben. Ja, was kann man sich denn Schönes kaufen, ey? Was kann man sich Schönes kaufen, ey? Wie kann man sich nicht mehr so wirklich was Schönes kaufen? Steine sind komplett irrelevant, die sich zu kaufen. Ja, dann kaufe ich mir einfach mal 100 Midwinterfreude, ja, genau. Ja, dann hole ich mir einfach am Vornschlüssel. Ja. Jetzt habe ich ein neues Pad. Juhu! Oh, noch ein Pad, dann bekomme ich eine 20% Lebensrune. Geil, ey. Neues Pad, Alter. Jawohl. Mein Gorilla hat jetzt ein paar Platten auf der Fresse. Im Gesicht. So, 10 Stück gekauft. Eine zu viel. Aber gut. Fürs nächste Vollmond- oder Neumond-Event bin ich dann gerüstet. Apropos, würde ich jetzt wieder mal wissen, da kann man auch nicht mehr rein. Also haben sie direkt mit geblockt. Ah, schade. Aber was dann wieder okay ist, ist, dass man hier rein kann, oder wie? Ja, da kann man dann ruhig wieder rein. Ja, da könnte ich jetzt rein, wenn ich will. Also schon wieder inkonsequent bis zum geht nicht mehr. Ah, das ist schade. Ich habe gehofft, dass sie das verkacken, aber nehmen sie halt einfach uns die Sachen weg. Zumindest habe ich die Zirkuseingänge weggekriegt, die ich noch vorher im Inventar hatte. Joa. Sind wir auf jeden Fall gerüstet. Also jetzt bin ich auf jeden Fall gerüstet für das Mini-Event und für das Winter-Event. Ein paar Sachen geupgradet. Habe jetzt ein paar mehr Lebenspunkte. Deutlich mehr Crit. Und etwas mehr Damage. Ja. Dann geht's mal morgen ins Mini-Event los. Bis dahin. Ciao.